mir. Nicht jeder darf fliegen, so wie er will. Sie heute Abend nicht. Und darüber bin ich natürlich sehr traurig, aber sie ist hochschwanger im 8. Monat. Und da hat der Arzt gesagt, du nicht mehr. Du bleibst hier in Kroatien. Aber ich kann doch meine beste Freundin nicht im Stich lassen, meinte sie. Das macht aber gar nichts, denn sie denkt an ihre Freundin in Kroatien. Gleich im ersten Satz. Hier ist die Titelverteidigerin, Claudia Jung. Domani l'amore vincerà. Zweimal, vielleicht noch ein drittes Mal und ganz alleine heute auf der Bühne. Wie ist das Gefühl? Also ich muss sagen, es war doch ein bisschen beängstigend. Das erste Mal so ohne die Rosanna bei diesem Lied. Ich dachte, oh, war jetzt. Aber sie ist bei dir jetzt, oder? Sie schaut zu? Ich weiß, sie schaut zu heute Abend. Sie wäre so fürchterlich gerne hier, lässt euch alle grüßen. Und ich würde sagen, wir sagen nach Kroatien, Roxy, ti vogliamo veramente bene. Rosanna, alles in Ordnung, bist gut vertreten. Claudia Jung, die immer Duette singt, jetzt munkelt man ja bereits, es gibt da bereits einen interessanten Mann, mit dem du dich da auch gerne auf der Bühne einlassen möchtest. Stimmt das? Ist das das Geheimnis noch? Hast oder kann du schon man was gehört? Sprechen? Du könntest es ruhig verraten. Nein, hier. Ich verrate noch nicht. Wirklich man nicht? Sagt ja immer, über ungelegte Eier soll man noch nicht sprechen. Also ich bin da so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, ich denke, wenn man zu viel Rüh drüber redet, bevor das jetzt alles ganz, ganz fest ist, womöglich klappt es also nicht. Und dann ist die Enttäuschung noch viel größer. Mit J also fängt er nicht an und mit I hört er nicht auf. Ist kein Spaner, ist auch nicht kein Frauenschwanz. Schade. Nein. Also Julio ist es nicht, aber es ist ein ganz anderer großer Weltstar. Ich darf es nicht verraten, ich weiß es. Diesen Namen werde ich aber niemals verwechseln, wie ich das bei dir, Rosanna, getan habe. Tut mir herzlich leid. Im Eifer des Gefechtes, ich konnte immer auseinanderhalten, wirklich, hat keine Probleme. Was sage ich letztes Mal im Eifer des Gefechtes? Gewonnen haben Claudia Jung und Rosanna Rocci. Oh Gott, und da war es raus. Nein. Excusi, Rosanna. Entschuldige, ich werde das nie mehr verwechseln. Aber. Und jetzt wird spannend. Jetzt